Sind es Fireflies? Deckung! Oh. Was sind das für Typen? Arschloch! Bleib sofort stehen! John! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Ich werd gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja. 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich hab Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist! Komm schon, na los! Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich bin bald zurück. Versprochen. The Last of Us, Left Behind. Das wäre geschafft. Okay. Schnibbel... Ja? Schnibbel die Stoppern dann...
Schnibbel die Schnapper an Alodrio und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play von mir. Und zwar mit mir, dem Nefkara natürlich. Und zwar von The Last of Us, dem DLC, dem ersten Story-Erweiterungs-DLC. Und zwar dem DLC namens Left Behind. Heute ist der 14.02. Herzlich willkommen, frohen Valentinstag und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch, es war lange, lange her. Das ist ein Survival-Action-Adventure von Naughty Dog. Naughty Dog unter anderem bekannt für Uncharted und Co. Und das ist schon echt geil. Manche haben gesagt, das war das beste LP, was ich hier gemacht habe. Das liegt aber auch hauptsächlich an der grandios erzählten Story. Für mich das Spiel des Jahres 2013, also so lange ist noch nicht her, 6-7 Monate. Playlist unten zu The Last of Us LP ist, wie gesagt, unten verlinkt. Und wie ihr seht, ist es ganz gut, dass wir die Story vorher durchgespielt haben, beziehungsweise man sieht jetzt diese Szenen, wo halt Joe sich da frisch verletzt hatte. Steuerung habe ich eigentlich keinen Plan mehr. Das ist Waffe ziehen. Zielen. Verdammt. Schießen. Ja, Steuerung. Bin ich total drauf noch und so. Man war... Ja, und genau, Viereck ist Nahkampf und es ist auf jeden Fall ganz praktisch, dass wir direkt von Anfang an die Kampagne durchgespielt haben. Und ich bin mal gespannt, was Naughty Dog so bereitgestellt hat. Ich meine, das DLC ist nicht wirklich winzig. 5,5 GB ist jetzt nicht, spricht jetzt nicht dafür, dass es ganz klein ist. Auf jeden Fall freue ich mich, mit euch das Ganze hier erleben zu können in der Persona von Ellie. Es soll ja eigentlich die Vorgeschichte spielen. Dementsprechend bin ich was verwundert, dass wir bis hierhin eigentlich fast keine Vorsequenzen gesehen haben. Ich bin ja, wie ihr aus dem damaligen Last of Us RP schon wisst, ich erkunde immer gerne alles. Trotzdem habe ich nur 2 Trophäen beim ersten Durchspielen ergattern können, weil das Spiel nur für vollständig gefundene Dinge mir Trophäen in die Hand drückt. Sorgt natürlich ein bisschen für Frust, weil ich hatte 128 Sachen gefunden, Sammelgegenstände. Und hab dafür nichts bekommen, aber einen dicken Austritt so von wegen, ja, spielst du auch nochmal durch, neues Spiel Plus und so. Multiplayer habe ich damals auch angespielt, wollte ich euch aber irgendwie nicht geben. Ich dachte nicht, dass ihr daran Interesse haben könntet. Aha, guckt euch das an, hier können wir sogar hoch. Aber erstmal gucken, was hier unten noch so ist. Ich glaube, da könnten wir nämlich nicht nur hoch, da sollten wir vielleicht sogar hoch. Wir sollen ja Verbandszeug finden. Wie gesagt, an dieser Stelle in der Story-Kampagne hat Joe sich frisch verletzt. Das wisst ihr noch. Vielleicht wisst ihr es auch nicht mehr. Wie gesagt, das LP ist ja in der Liste drin. Und ansonsten genießt mir einfach dieses wunderschöne Spiel hier. Wenn man sich überlegt, dass das PlayStation 3-Grafik ist und ich hier eigentlich nur links, rechts rumherlaufe und eigentlich nur alles absuche. In der Persona von Ellie. Eigentlich voll geil. Ich habe mich auf jeden Fall tierisch drauf gefreut. Fast mehr wie auf irgendein rauskommendes Spiel. Weil Last of Us mich schon sehr bewegt hat. Vor allem die Anfangsszene. Ach ja. Das war schon echt übel. Ich hatte gerade das Gefühl, ich höre noch andere Schritte. Also rennen können wir nicht. Ach ja, genau, die Taschenlampe haben wir ja auch noch. Ich habe eigentlich Tutorial-Tipps angemacht. Oh, Mist. Ich höre sie doch schon. Oh, ich hasse es. Ah, ich hasse es. Apotheke betreten. Ja, haha, super. Im Endeffekt sind hier aber Klicker. Ich habe sie schon gehört. Ihr wisst Bescheid, Klicker und so. Oh Gott, damn it, verflixt und so und zugenäht. Ah, ich will nicht. Oh Gott. Erstmal da hinten rüber. Also auf Klicker habe ich jetzt wenig Interesse. Das Spiel ist ja ziemlich bösartig, was das angeht. Ich spiele übrigens auf dem Schwierigkeitsgrad normal von den 4 Schwierigkeitsstufen. Hauptsächlich geht es um den Spielspaß, weniger darum, hammerfett geil auf höchstem Schwierigkeitsgrad alles wegzupusten, was es hier so gibt. Und entdecken kann ich irgendwie gar nichts. Oh ja, da ist ein Stein. Weston Apotheke. Das klingt doch gut. Ja,
Hier nimmt man den auf. Aufnehmen. Nein. Aufnehmen. Dreieck. Ah, Dreieck. Ich hab doch gesagt, Tutorial-Steuerung an... Ja, ich weiß auch, dass ich die Apotheke betreten soll. Ellie hat jetzt nicht sonderlich viel Lebensenergie, als ob ich mir irgendwelche Dummheiten erlauben dürfte. Wie gesagt, man hat ja schon Klicker gehört. Den einen Stein kann ich bestimmt super gebrauchen. Dann krabbeln wir mal direkt. Ich habe doch da schon was gesehen. L1. Okay. Wenn mir das Spiel schon so angibt, dass ich das schmeißen kann, ist das nichts Gutes. Oh, das wird Geräusche machen. Nein. Was zum Henker? Das wird nicht halten. Geschluckt und die Dose da gelassen? Oh Mann. Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier ist auf jeden Fall wer. Ellie, guck mal. Guck mal da. Was haben wir denn da? Das ist so ein Magazin, ne? Irgendwas. Ich hab gedacht, ich kann ja wieder wie im letzten, also wie im Hauptspiel, die Heftchen sammeln. Da hinten ist ein I love you Jesus Schild, habe ich gerade gesehen. Hier, das sieht doch gut aus. Oh, bitte. Willst du mich verarschen? Alles ausgeräumt. Ey, krieg ich doch schon wieder Kolzeritis. Geräuschkulisse mal wieder 1A. Kann man... Thank you for visiting. Das waren gar keine Jesus-Püppchen. Das sind die Mitarbeiter gewesen. Schön zu wissen. Oh, nee. Ah, guck mal, da. Bestandsliste. Könnte ich schwören. Der Apotheker. Vielleicht hat er was bei sich. Bitte lesen. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen. Er ist bewusstlos. Habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination 35, 30, 31. Okay. Ist bestimmt ein Safe. Ja, die Kombination zu... Ja, genau. Mit Sedek kann man ja in seinen Rucksack gucken. Da liegt doch was. Hier ist doch noch mehr, oder? In der Schublade vielleicht. Munition. Komm, eine Schere. Hier ist doch noch mal was gewesen, oder? Da, Wasser. Also eigentlich habe ich dem Spieler gesagt... Was ist das? Achso, ja, Geräusche hören. Ja, ja, stimmt. Mit R2 kann ich Geräusche hören. Ich weiß gar nicht mehr, mit was ich was herstelle. Ein bisschen ärgerlich. Ein bisschen sehr ärgerlich. Nun gut, das werden wir früher oder später aber wieder rauskriegen. Wie gesagt, ich denke mal, wir werden hier nur... Oh mein Gott. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. War ja klar. Wie zum Teufel komme ich da rein? Glas durchschlagen. Schlüssel benötigt. Hm, wenn man einen Schlüssel benötigt. Mit einer Schere, mit einem Verbandszeug. Hier liegt doch bestimmt irgendwo was rum. Irgendwo liegt hier was rum. Fällt gerade auf. Seht euch das mal an. Wenn es im Dunkeln ist, dann verpixelt das so leicht. Das ist eine gute Art und Weise, das Spiel flüssig laufen zu lassen von Naughty Dog. Ach ja, die haben ja auch schon Last of Us. Aha, da ist doch was. Die haben doch schon Last of Us. Okay. Eine Runde Schrott. Wenn ich dafür einen Schlüssel benötige. Okay, der Stein bewirkt nichts. Scheiße. Der Apotheker, der ist doch in dem... Hier. Ah, da seht ihr übrigens, was ich alles schon
gesammelt hatte. Ah. Hier die Kombinationsnotiz. Hier. American Princess Laden. Da wird der Schlüssel sein. Und ich habe gerade den Stein weggeworfen, weil ich so ein Dödel bin. War vielleicht unintelligent. Da ist der American Princess... Ach, American Princess Laden suchen. Wo ist der Stein? Hier lag doch eben auch noch ein Stein. Wir brauchen noch einen Stein. Da. Wundervoll. Ellie, mitnehmen und los. Princess. Princess Laden. American Princess hier. Rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Ja, habe ich mir fast gedacht. Da der hier eingesperrt wurde, lebt er noch. Mist. Spuren. Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Du wirst auf jeden Fall angefallen werden von dem. Wir sind voll am Arsch. Ich habe Angst. Scheiß die Wand an. Oh Mann. Oh Mann. Mach mal Taschenlampe aus. Der ist 100 pro ein Klicker geworden. 100 pro. Wir haben A, eben einen gehört. B, haben wir bis jetzt keinen gesehen. Gesichtet oder sonstig irgendwas. Außerdem haben wir keine Klickergeräusche mehr gehört. Ja! Seht ihr? Pilzscheiße. Der ist auf jeden Fall ein Klicker geworden. Ja. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, da. Bitte sei tot. Ah, der sieht ziemlich tot aus. Jetzt schön liegen bleiben, nicht. Haben den doch ein Messer in den Kopf. Haben den das Messer in den Kopf? Apothekerschlüssel. Ja, Alter, du machst mich fertig, ey. Los geht's. Apothekernotiz. Denk an mich, während ich fort bin. Ich werde dich vermissen, aber nicht zu sehr, Laura. Aber wir haben hier eben Klicker gehört, wenn er das nicht war. Wer zum Henker war es dann? Ich hasse Klicker. Ich hasse Klicker. Oh Gott, verzieh dich bitte. Also den haben wir jetzt auf jeden Fall als kleines Problem, da wir da hinten wieder hin müssen. Der könnte ziemlich problematisch werden. Ihr kennt das ganze Spielchen, ja? Ich bin nicht mehr so geübt da drin. Im Endeffekt muss ich hinter den Kollegen kommen. Das kriege ich auch hin. Ellie, du schaffst das. Ellie, du schaffst das. Ellie, du schaffst das. Wundervoll. Ellies Messer ist ja eins von denen, das dich abbricht. Die anderen Messer hatten ja das Problem abzubrechen. Was war das? R2? Nein. Ich will doch meinem Rucksack was basteln. Ach ja, genau, so geht das. Was brauchen wir denn für ein Medikit? Lumpen. Lumpen brauchen wir für ein Medikit.
Puh. Okay, der erste Klicker ist down. Ihr kennt das ja noch. Wie gesagt, Ellies Messer ist unzerstörbar, weil Ellie ja sonst sich nicht gegen Klicker wehren kann, wenn die im Nahkampf erwischt wird, ist Ellie ja meistens tot. Dementsprechend hat die ein unzerstörbares Messer. Dieses Klappmesser. So. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. Ja, Militärhubschrauber. Aber erstmal gucken wir uns hier nach Sachen um. Bevor wir das mit dem Militärhubschrauber machen. Lumpen. Das ist doch quasi nichts gewesen. Oh Mann, damit kann ich mir nichts basteln, weil das nicht mal ein vollständiges irgendwas war bis jetzt. Super, der Typ, ey. Hier ist doch auf jeden Fall nochmal was. Wobei, hier könnte noch was liegen. Hier könnte noch was liegen. Solange wir hier nicht von Monsterpilzen wieder niedergemetzelt werden, eigentlich alles noch im grünen Bereich. Da müssen wir lang. Ja, da müssen wir lang. Okay, da haben wir nicht so wirklich die freie Wahl, hier lang zu gehen. Aber muss es ja auch nicht. Muss es ja. Oh, scheiße. Der Militär-Heini, der hat sich selbst einen Kopfschuss gegeben. Und der hat doch einen Audiolog da liegen gelassen. Nee, was ist das? Was ist das? Keine Nahbatterie. Na, das hier muss reichen. Verband. Ach so, ja, stimmt. Ich sollte mir selbst einen Verband umlegen. Ah. Ja, ihr seht das. Ellie hat ja selbst auch Wunden. Dementsprechend mal volle Lebensenergie für uns selber. Mal sehen, was hat er denn für eine Notiz? Oh, da ist viel Text drauf. Oberstabsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur QZ, also zum Quartier oder sowas, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Spuren gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat. Der Patient riss sich los und fiel unseren Piloten an. SCV Sorn. Sergeant Feldwebel Sorn Brandon wahrscheinlich. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Clawfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzten in ein Kaufhaus im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugene Elias, Officer Clawfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Nie! Geh weg! Bin noch nicht fertig. Kann ich denn... Heul, 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 heul. Ah, linke Analogstick, war ja klar. Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizierten verwandeln konnte. Möge er in Frieden ruhen. Captain Regent Francis, 4. Infanteriedivision, Denver. Das ist schon ganz schön bitter. Aber schön, dass er die Menschen gerettet hat. Aber das heißt... Springen über das Gender, um im Erdgeschoss zu landen. Ja, ja, klar. Ach so. Ja. Ja, ist ja sonst nichts. Schön, dass ich mich selbst bandagiert habe. Wir müssen immer noch zum Militärhelikopter kommen. Boah, das wird wehtun.